Gestern Abend haben die Entwickler einen weiteren Stream veranstaltet, in dem Pronomen für den Ersteller einen Sim-Modus, neue Gerichte und mehr vorgestellt wurden. Alles dazu in diesem Video. Wirklich bahnbrechende, ins Gameplay tief eingreifende neue Inhalte wurden gestern Abend nicht angekündigt, dafür aber ein neues Feature, welches die Repräsentation im Spiel voranbringt. So haben die Entwickler erste Screenshots eines neuen Cars-Features vorgestellt, das es bald im Spiel geben wird, frei wählbare Pronomen. Bei Sims, die beispielsweise statt sie, ihr mit er, ihm angesprochen werden wollen, könnt ihr jetzt oben in der Namensauswahl ebenfalls die passende Anrede auswählen. Nicht nur er ihm, sie ihr und ihre ihrem, sondern auch frei konfigurierbare Formen können gewählt werden, wie man auf diesem Konzept-Screenshot sehen kann. Nicht wundern, die Sims 4 bekommt keinen Dark Mode, wie es zumindest auf den Bildern aussieht. Diese Bilder stellen nur dar, wie später einmal das Feature aussehen soll. Vermutlich werden wir in den nächsten Wochen noch mehr Informationen und vielleicht auch eine zeitliche Info, wann das Feature veröffentlicht wird, erhalten. Da ich weiß, dass das Thema öfters zu Kontroversen führt, bitte ich euch in den Kommentaren respektvoll zu bleiben. Für alle, die die Szenarios gerne mögen, gibt es ebenfalls gute Neuigkeiten. Als Sims Delivery Express Inhalt wird demnächst ein neues Szenario hinzugefügt. Dieses ist, im Gegensatz zu einigen aus der näheren Vergangenheit, nicht zeitlich limitiert, sondern kann immer gespielt werden. Das Szenario heißt auf Deutsch übersetzt Superpaar und lässt sich in die Karrierekategorie einordnen. Zwei Sims in einer Beziehung arbeiten zusammen in einer Firma und diese wollen wissen, welcher es schneller schafft, ganz oben auf der Karriereleiter anzukommen. Weiter wird es in den nächsten Wochen neue Sims Delivery Express Objekte im Spiel geben. Unter anderem werden die erwähnten neuen Gerichte aus der asiatischen Küche hinzugefügt, die die Sims zubereiten können. Insgesamt 6 neue stehen hier zur Auswahl. Die Frisur der Sims-Dame auf dem Screenshot, welche zuvor nur für Spieler mit der Andi-Uni-Erweiterung bereitstand, wird ebenfalls für alle Spieler ins Basisspiel hinzugefügt. Als nächstes wurde in Zusammenarbeit mit dem Simmer Complex Sims ein neuer Bademantel gestaltet, welcher in verschiedenen Farben zur Verfügung steht. Auch Farbkombinationen mit gemusterten Elementen stehen bereit. Für das Essen gibt es noch keinen zeitlichen Termin, der Bademantel hingegen wurde auf den 2. Februar datiert. Werdet ihr ein paar euren Sims andere Pronomen zuweisen, damit diese besser in die Geschichte der Sims passen, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.